Das kommt dann auch darauf an, wenn es da. Jetzt mal hier meinen Topf rein. Ich habe so ziemlich gut geblendet, weil es ist alles ein bisschen mehr cremig. Ja. Kannst auch durch. Ein bisschen mehr durch ein Sieb. Ja, tun, man kann es noch durch ein Sieb tun, dann wird es noch ganz fein. Ganz feiner. Und je feiner ist, dann ist es ein bisschen mehr einen cremigen Geschmack. Ja, ja. Und bei mir ich so gerne, wenn es so noch ein bisschen kleine Stücke drin sind. Die noch Stücke drin sind. Und ist das jetzt so fertig oder tust du da auch noch jetzt Sahne oder? Du kannst noch Sahne reintun, aber ich finde, wenn es so mit. Wenn du mehr Kalorien brauchst, dann tust du Sahne rein, oder? Und mit so Kartoffeln und so, dann ist die Suppe, die schmeckt dann eh so cremig. Mhm. Also, du brauchst nicht wirklich Sahne. Und so ist vielleicht noch ein bisschen dick, oder du kannst noch ein bisschen Brühe reintun. Und dann einfach noch so ein Geschmack, Salz und Pfeffer. Dann lass mich mal probieren. Ist da fast ein Löffel für mich? Jetzt muss ich doch mal sehen, wie das auch schmeckt. Das war jetzt eigentlich ziemlich problemlos, ziemlich einfach, ziemlich schnell. Und wenn man jetzt so eine Suppe dann auch auf dem Tisch tut, vielleicht ein bisschen schön garnieren mit... lecker. Mhm. Mm. Lecker. Schmeckt. Oh ja, richtig schön, wärmt den Magen. Und ich glaube, wirklich, dass man die in den Ofen tut und röstet, das macht einen großen Unterschied. Ja, als wenn man ein bisschen mehr süßer und ein bisschen süßer. Und ist ja auch nicht viel dran. No. So jetzt an, ganz einfach. Ist das deine, sowas entwickelst du denn selber, oder? Ja. Guckst du auch mal im Kochbuch nach? Ich lese sehr gerne Kochbücher. Ich habe einen ganzen Haufen. Das Einzige, wie alt bist du? 22? 22, ja. Und du liest gerne Kochbücher. Aber für mich ist es einfach immer schauen, was im Kühlschrank ist. Und weiß ich, man kommt heim vom Radfahren und man kann einfach schnell was zum Essen machen, wenn ich Hunger habe. Und dann... Obwohl, wenn du das noch in den Ofen tun musst, das dauert ja auch ein bisschen. Ne? Da musst du schon. Gut. Ja. Danke. Das war unser erstes Rezept. Wir haben aber noch die Nachspeise, die wir gleich noch machen wollen. Aber vorher hören wir ein bisschen mehr über Christians Team, Team Symmetrics, von dem Besitzer des Teams, Kevin Cunningham. Kevin Cunningham, he is the owner of the Symmetrics Pro Cycling Team, and Kevin, thanks for taking the time to tell me a little bit about the team. You started the team in 2002, this is 5 years now, and are you happy about where you are? Did you think 5 years ago you would be at the point where you're now with your team? It's very successful. That's a good question. It's this team, we started to really try to develop all the best riders in Canada. Did we think we'd be where we are right now this quick? No, but that's just the talent of the riders and how much they've developed. It's been just such a great run with riders, and especially young riders like Christian. He's now he's going to his fourth year with our team, so to see riders like that develop is really exciting. So where is he going? Well, he is Canada's best young rider. We really hope he'll be at the Olympics next year. I think that probably as far as Canadians right now, he has probably the best chance of any Canadian to be on the road race team for the Olympics next year. And at 22, that's an amazing accomplishment. Yeah. Do you know how many members this team will have? So how many riders are what are his chances? How many riders are in Canada and how many are on the team? He has an excellent chance to be in the Olympics next year. Canada has 3 men that get to start the road race next year. So he has a phenomenal chance of being one of those 3 riders. Mm-hmm. I would say there's more of a chance of him going to the Olympics next year than not going. He just has to stay healthy, keep developing, and not get injured. And I think there's a very, very good chance because the road course of the Beijing Olympics is really hilly. Mm-hmm. And Christian, that's his skill. He's one of the top climbers in the world. And at 22, you know, that's, a major, major accomplishment. So what we try to do is develop him so that when he's 27 at the 2012 Olympics, he's a medal hopeful. Yeah. So, like I said, the team is around for 5 years and it's successful, and the riders are probably attracted to come to your team, right? Yes. At this point, yes. When you started in 2002, how did you get young riders to come to you? How did you find the ones you were thinking that would develop into successful riders? It's really, Bernadette, like running a business. You set some goals and you gradually start recruiting
employees or athletes that you think fit into those goals. And Christian was one of those young guys that we saw when he was 18 years old and said he's the type of guy we want to develop because mm-hmm. he has so much talent. And not just that, his personality and his commitment to his teammates, because this is a team sport. So that's how we really try to focus. And now, in 2007, we are the top pro team in the Americas, which there's 33 pro teams. So we won that. And then one of Christian's teammates, Swain Tuff, was a top individual rider. So we've had some amazing accomplishments in 2007. So where you want to be in the next 5 years? Oh, we want to go to the Tour de France. That's one of our ultimate goals, yeah. is to race in the next 5 years in the Tour so de the France. Holy grail of... Yeah, I mean, it's what everybody knows. Yeah. And it comes down to sponsorship. If we can get a Canadian company to really believe in us and back us financially, our riders are good enough to race. Christian just did a race down in Mexico, which is probably one of the bigger races in North America. And he tied for the lead at the end with a rider that was fourth in the Tour de France. And they broke the tie with a tiebreaker system. Unfortunately, it gave Christian second. But that's how talented he is as mm-hmm. an athlete. Thank you for the interview and a lot of success in the coming years. Oh, thank you. Der Grund, warum ich diese in Essig eingelegten Erdbeeren herumtrage, ist, dass ich die Gelegenheit habe zu kochen mit Christian Meyer. Und Christian, was machen wir heute mit diesen Erdbeeren, die hier wohl schon etwas länger in diesem Essig mhm. eingelegt sind? Wir machen gefüllte Crêpes. Gefüllte Crêpes. Und Christian Meyer ist mein Chef heute. Und er ist nicht Chef von Beruf, sondern du bist Radprofi. Ja. Und du kochst gerne. Koch gerne. Und lecker. Ich esse gerne. Und du isst gerne. Ja, und du musst viel essen. Das ist ja auch gut. So, ich tue die mal hier hin. Die sind für die Füllung der Crêpe, richtig? Mhm. Und wir müssen erst einmal den Teig machen. Ja. Wie macht man das? Da haben wir ein Mehl, nur einfach drei Eier. Drei Eier darf ich auch eins reinhauen? Okay. Und dann, ich muss schon mal ein bisschen alles zusammenbrechen da. Und einfach haben wir ein bisschen Milch. Milch? Du, ja. Ich darf helfen? Ja. Muss die ganze Milch da rein oder ja, ganze alles? Milch. Fangen wir ein bisschen langsam an, das sehen wir. Also der Teig ist ja dann sehr dünn, ne? Sehr dünn, ja. Es mehr hat so wie, sag mal, Creme, so schwere Milch. Schwere Milch. Ja, ziemlich dünn. Ist es nicht chemisch oder so? Ist nichts Gefährliches? No. So. Das war, wie viel Milch war das? Zweieinhalb Tassen. Zweieinhalb Tassen Milch. Und eineinhalb Tassen Mehl und dann drei Eier. Mhm. Jetzt haben wir einen ganz dünnen Teig. Mhm. Und der wird das dann, das ist auch schon alles für den Crêpe-Teig, ist ja ganz einfach. Sehr einfach. Das Wichtige ist die Füllung. Mhm.